Und jetzt haben wir den Tier 3, den neuen. Und ich gehe davon aus, der wird 100 Euro kosten und absolut Pay-to-Win sein. Das ist generell schon das erste Problem, was ich mit diesem Update habe. Im heutigen Clash Royale Video zeige ich dir den ersten Sneak Peek zum neuen Clash Royale. Wie ihr es hier schon im Hintergrund sehen könnt, es dreht sich alles um Pass Royale 2.0. Was es damit auf sich hat und wie geil das wirklich sein könnte und warum die Community absolut sauer auf dieses Update bisher ist, das erfährst du im heutigen Clash Royale Video. Wenn du solchen Content in Zukunft nicht verpassen willst, gerne den Kanal kostenlos abonnieren, auch gerne die Glocke aktivieren und gerne in die Kommentare schreiben, wie findet diese Changes Feedback immer willkommen, dann kann ich das weiterleiten und dann würde ich sagen, wir springen sofort rein und ich erkläre euch, was es mit Pass Royale 2.0 auf sich hat. So relativ einfach, den Tweet werde ich hoffentlich auch verlinken, außer ich vergesse es. Hier könnt ihr nämlich sehen, Update Preview, Pass Royale Revamp, check out some of the changes that are landing with the next update. So, das ist ja keiner einfach auf Deutsch zu erklären, sagen jetzt ein Update, das heißt Preview auf ganz auf Deutsch eigentlich. Ja, eine kleine Update-Vorschau, wie der Pass Royale überarbeitet wird und hier zeigen sie jetzt noch ein paar Änderungen, welche mit dem nächsten Update kommen. Natürlich haben wir jetzt erstes ein Bild. Bilder, immer sehr, sehr gut. Wir haben hier Pass Royale 2.0, drei Tiers. Zurzeit ist es ja so, wir haben den Free Pass und wir haben den 5 Euro Pass, beziehungsweise der kostet mittlerweile mehr als 5 Euro. Der wurde ja auch mal teurer gemacht, ich glaube es liegt, oder zweimal teurer gemacht, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viel er kostet gerade, aber er wurde auf jeden Fall teurer gemacht, zweimal. Ich glaube, wegen dem App Store, wegen der Inflation, alles teurer, alles scheiße. Toilettenpapier muss man auch, gibt es auch nicht mehr gefühlt, aber auf jeden Fall, ich verstehe, was ich meine. So, jetzt hier links, das soll das Pass Royale 2.0 haben. Das Ding ist, geht es euch auch so, wenn ich 2.0 lese, und dann denke ich an Clan War 2.0 und dann stellen sich bei mir schon die Arschhaare auf. Das ist geisteskrank. Auf jeden Fall hier ganz links, Tier 1 Free. Crown Chest plus Season Token. Das heißt, nach dem Update wird es folgendermaßen sein. Wenn ihr keinen einzigen Cent in Clash rausgibt, werdet ihr diesen Pass Royale haben mit Crown Chest und Season Token. Das ist generell schon das erste Problem, was ich mit diesem Update habe. Zurzeit ist es ja so, wenn ihr den Free Pass kauft, kriegt ihr extrem gute, also ihr kriegt extrem so die Rewards und ihr kriegt ein Buch. Hier steht nichts mit Buch. Bruder, wo Buch? Das Buch steht da nicht drin. Das heißt, es wird wahrscheinlich kein Buch mehr für die Free-Plus-Spieler geben. Und das Problem ist, was ist der generelle, was hassen Leute am meisten? Wenn Sachen schlechter werden. Ich denke, es ist genauso, ihr geht zur Arbeit, ihr backt jeden Tag Brötchen, ihr kriegt 1000 Euro im Monat, danach kommt euer Chef dazu, er sagt, alles wird besser, aber ihr kriegt noch 800 Euro. Dann ist es gar nicht so geil, genauso wie ist es jetzt mit dem Free Pass. Wenn du einen Pass Royale 2.0 verkaufst, natürlich, wir wissen nicht ganz genau, wie es aussieht, aber bisher, wenn man das hier sieht, da haben sich sehr, sehr viele aufgeregt, die Kommentarspalte ist komplett am Ausrasten und ich kann es nachvollziehen. Wenn es besser sein sollte, dann ist natürlich geil, vielleicht ist sowas ja jetzt auch noch ein bisschen am Informationen covern und will nicht alles wirklich an uns weitergeben, aber wenn sie, dann ist es einfach so, dann haben sie vielleicht einfach nur den Hate gebaitet und sagen danach, ha, Bruder, ihr habt alle gehatet und am Ende sind wir die Kings, aber bisher muss ich sagen, der Free Pass, er sieht nicht ultra geil aus. So, jetzt haben wir den Tier 2 Pass, Gold, genauso wie es jetzt ist, der ganz normale Pass. Das ist sozusagen ein 1:1 Pass oder die gleiche Name, die gleiche Bedeutung wahrscheinlich hat er auch da in Zukunft. Tier 1 Rewards, Tower Skin plus Wildcards plus Emo plus 24, also ganz viele Gold-Tone. Könnt ihr auch sehen, hier ganz viele Kron-Tone plus hier Season Tokens. Was werden die Season Tokens sein? Relativ einfach erklären. Die Season Token könnt ihr einsammeln und mit dem könnt ihr dann im Season Shop euch Sachen kaufen, die ihr braucht. Zum Beispiel kann man da irgendwie Bücher kaufen. Die Frage ist halt, wie viele wird man dafür bekommen im Tier 1 Free Dings? Wie viele wird man dafür bekommen, dass man sich Bücher kaufen kann? Ich weiß nicht, ich würde zumindest schätzen, dass man nicht genug dafür bekommt, aber man kann da wahrscheinlich auch Boost-Tränke kaufen. So eigentlich wird es sein. Ich vergleiche es so ein bisschen mit einem Heyday. In Heyday gibt es ja auch diesen, ja, da gibt es ja auch diese Möglichkeit, da verschiedene Basisen zu gehen und da was zu kaufen, ja, zum Beispiel, was ist Basis, ne? Verschiedene Dörfer da zu gehen, sich zum Beispiel Milch zu holen oder so, da gibt es ja diese Zeitung und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es so ist, dass du halt da Clash Royale einen zweiten Shop gibst, den Season Shop, da musst du halt diese Season Tokens sammeln und wenn du ganz viele Season Tokens hast, kannst du dann halt verschiedene Sachen sammeln, aber wir wissen dann nicht genau, was man sich kaufen kann, aber ich gehe davon aus, wahrscheinlich alle Magic Items, das ist zumindest meine Schätzung. So, hier Emo plus ja, ganz viele Goldtruhen, das ist halt das gleiche, nur Emotes, Skins, Goldtruhen. Jetzt haben wir den Tier 3, den neuen Diamantpass. Und ich gehe davon aus, der wird 100 Euro kosten und absolut Pay-to-Win sein. Nein, keiner Spaß noch mal, aber wir wissen natürlich nicht, wie viel er kosten würde. Und das ist natürlich auch noch ein Kritikpunkt, auf den ich gleich nochmal eingehe. So, Tier 1 bis 2 Rewards, Champion, noch fettere Goldtruhen, Battle Banner und Blitztruhen. Und ich muss wirklich sagen, das Ding ist, die sind gefühlt gleich. Wir haben ein bisschen mehr Goldcrates, also ein bisschen größer. Also die Goldtruhen sind etwas größer. Wir haben eine Champion, ein Champion. Also Champion heißt ein Champion für mich.
ist jetzt nicht wirklich ultrakrank und Blitztruhen, die ich persönlich jetzt auch nicht ultrakrank finde. Natürlich kommt es immer auf die Relation an. Wenn jetzt zum Beispiel der Pass Royal, also der Goldpass, wie er jetzt ist, genau gleich viel kostet und dann der Diamond Pass vielleicht 1 Euro mehr oder 2 Euro mehr, dann wäre es fein. Also Supercell hat die Kosten noch nicht bekannt gegeben, aber natürlich sitzt da sehr, sehr viel Spekulation offen und die Community an sich ist schon relativ sauer, weil, da werde ich auch gleich auf einen Post von Sir Tag, meinem guten alten Kollegen, eingehen, der auf jeden Fall was relativ Smartes gesagt hat, was auf jeden Fall, wovon ich auch gleich schon, oder gerade mit meinem guten alten Bäcker-Kommentar da, mit dem Bäcker-Vergleich auf jeden Fall gebracht habe. So, was sowas jetzt hier auch tweetet ist, den Pass Royal gibt es jetzt seit mittlerweile 4 Jahren. 4 Jahren gibt es den, das ist geisteskrank. Natürlich auch, muss man ehrlich sagen, warum überarbeitet den Supercell den Pass? Weil sie auch gemerkt haben, klar, der Pass Royal ist immer noch sehr, 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 sehr valuable, also hat die meiste Value. Das heißt, wenn du 5 Euro oder 5,50 Euro, was der auch immer kostet, ins Spiel stecken willst, kauf dir den Pass Royal, du kriegst am meisten Value für deine 5 Euro aus. Aber früher, vor 4 Jahren, war es natürlich auch so, dass es noch nicht so viel gibt in Clash Royale wie jetzt. Jetzt gibt es deutlich, deutlich mehr. Es gibt Magic Items, es gibt andere Sachen, das heißt, auch im Vergleich dazu ist der Pass Royal nicht mehr so krass, wie er es mal war, weil es einfach viel, viel mehr andere Möglichkeiten gibt. Und da muss man auch einfach sagen, dass ich es einfach persönlich auch geil finde, dass Supercell ihn überarbeitet. Aber natürlich überarbeiten sie ihn auch, weil sie merken, okay, es kaufen nicht mehr so viele den Pass Royal, weil er auch einfach, ja, es ist einfach so, du brauchst immer eine Neuerung, ne? Das ist halt einfach so im Leben. Keine Ahnung, es kann was geil sein, aber irgendwann wünschst du dir doch, dass sich so ein, zwei kleine Sachen ändern. Das ist natürlich auch so bei Clan Wars gewesen, jetzt ist Clan Wars richtig geil. Was jetzt noch sagen, die Tiers hier werden free, also kostenlos Gold und Dings sein. Und das Ding ist, was jetzt auch schon mal gesagt haben, was die auf jeden Fall, oder was meiner Meinung nach auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass Crown-System überarbeiten. Zuerst ist ja sowas, so ein Pass Royal, du kannst maximal 3 Kronen bekommen. Das heißt, wenn du die Krone vom Gegner holst, holst du eine Krone. Nach dem Update wird es so sein, wir wissen beide noch nicht, wann das Update kommt. Die meisten Leute gehen davon aus, Ende März, das wollte ich schon mal noch mal kurz dazwischen schieben, ist, dass du jetzt ab jetzt bis zu 6 Kronen bekommst. Das heißt zum Beispiel, oder das heißt, dass deine eigenen Kronen, also deine eigenen Türme, auch als Kronen zählen. Das heißt, du free Kronen den Gegner, gewinnst 3-0, 6 Kronen. Du gewinnst 3-2, 4 Kronen. Das heißt, du musst immer die Kronen, die du vom Gegner zerstörst, plus die Kronen, die du behältst, also deine eigenen Princess Towers oder Crown Towers, Dings. Und jetzt ist schon mal, was Supercell hier sagt. More reward tiers. We're extending Pass Royal to cover a much greater number of reward tiers. This will replace the gold bank and allowing players to unlock more reward tiers overall with a much longer pass. So, das ist schon die erste Frage, die ich mir stelle. Und wie gesagt, Feedback in die Kommentare ist mir wichtig. So, die Goldbank wird komplett rausgequittet bei dem Update, die wird komplett rausgelöscht. Was dazu geaddet wird, ist, dass es ein längerer Pass wird. Jetzt ist die Frage, wie krass, wie länger wird der Pass? Wird der Pass deutlich, deutlich länger? Jetzt gibt es ja, glaube ich, gerade 35 Stufen. Wird es 40 geben? Wird es 50 geben? Wird es bis zu 100 geben? Wie krass wird das? Und natürlich haben sie auch gesagt, es wird andere Rewards geben, haben sie ja schon gesagt, mit Battle Banners. Ja. Und natürlich diese, gibt jetzt Battle Banners da drin. Es gibt jetzt diese Reward Tokens da, die du dann für deinen Season Shop da kaufen kannst. Und das ist halt ganz, 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 ganz wichtig jetzt. Weil jetzt kommen wir zu einem Punkt, der auf jeden Fall interessant ist, den Sir Tag jetzt hier auch aufmacht. Weil das ist wirklich das Wichtigste. This would be a win. Also er sagt, das wäre sehr, sehr gut, wenn sie sagen, oder wenn Supercell sagt, der Pass wie jetzt wird die gleiche Value bekommen. Aber, das ist das Wichtigste, sie geben den größeren Pass, sie machen den neuen Pass, den Tier 3 Pass, noch besser. Und geben den Leuten die Möglichkeit, die mehr Geld in das Spiel investieren wollen, dass sie einen besseren Pass bekommen. Also, nochmals, das da mal zu bringen, sie werden den Pass vielleicht ein bisschen verbessern, ein bisschen überarbeiten, dass du da jetzt zum Beispiel anstatt des Buchs, was du jetzt zum Beispiel drin hast, dann diese Season-Tokens hast, aber dass du die Möglichkeit hast, wenn du zum Beispiel mehr Geld investieren willst, sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel 10 Euro. Für 10 Euro kriegst du einen deutlich, deutlich besseren Pass, aber du verlierst nicht den Wert. Das heißt, der Pass, wenn du zum Beispiel, du gibst jetzt immer 5 Euro aus fürs Spiel. Du gibst immer 5 Euro aus fürs Spiel, weil der Pass, oder 5,50 Euro, was auch der Pass immer kostet. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. So, ihr gebt immer 5 Euro für den Pass jetzt aus und ihr wollt 5 Euro für den Pass danach ausgeben, nach dem Update. Aber wenn der Pass, der 5 Euro Pass nach dem Update schlechter ist, aber dafür der 10 Euro Pass unfassbar krass ist, dann ist das scheiße. Das gleiche für den Free Pass. Ihr seid Free-to-Play-Spieler, ihr könnt kein Geld für Supercell Games ausgeben oder für Clash Royale. Ihr wollt keine Games ausgeben oder keine Gems ausgeben, kein Geld ausgeben für das Spiel. Ist ja komplett fein. Aber wenn euer Pass nach dem Update schlechter ist, wäre das beschissen. Ne? Jeder wäre darüber mad. Wenn der Pass überarbeitet wird, im Endeffekt sind es die gleichen Rewards, vielleicht allgemein bessere Rewards, dann ist es okay. Selbst wenn es nur ein bisschen besser ist, sagen wir der Tier 1 Pass, der Tier 2 Pass, die jetzt auch natürlich auch im Game sind, jetzt ein bisschen anders, aber wie gesagt, das sind ja sozusagen der Free Pass und der Gold Pass sind ja zurzeit jetzt schon im Game.
Da heißen die einfach Tier 1 und Tier 2. Das sind die Pässe werden einfach gleich sein, bisschen überarbeitet, aber im Effekt werden die Belohnungen gleich bis zu ein bisschen besser. Aber das wäre ja komplett fein, wenn sie dann den Tier 3 Pass noch adden für 10 Euro und da kriegst du halt noch mehr Rewards. Würde ich komplett okay finden. Würde ich komplett geil finden, wenn man die Möglichkeit hat, okay, ich habe gerade einen Account, ich habe die Möglichkeit, 10 Euro ins Spiel zu stecken, dann stecke ich die in den Tier 3 Pass und habe dann deutlich, deutlich bessere Belohnung. Würde ich persönlich cool finden, aber der größte Fehler, wie Sir Tacky schon sagt, das Schlimmste wäre, wenn sie die Rewards, vom 5-Euro-Pass, was der andere auch sagt. Das ist nämlich wirklich, das ist echt genau, was ich sagen will. Looks like, also sieht so aus, als würden sie eine Belohnung aus dem 5-Dollar-Pass Royal nehmen und die auf die wahrscheinlich teure Stufe übertragen. Das heißt, das wäre wirklich der Horror. Wenn sie den Gold-Pass, den es jetzt gibt, deutlich schlechter machen und den Tier-3-Pass zum übelsten Kometen-Pass machen. Das heißt zum Beispiel, der Free-Pass bringt gefühlt gar nichts mehr. Der Tier-2-Pass, der Gold-Pass bringt auch gefühlt gar nichts mehr. Und der einzige Pass, der wirklich, 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 wirklich auch sinnvoll ist für das Geld dann, auch wenn es natürlich dann viel ist, wird dann der Tier 3 Pass sein, dass man gefühlt den Tier 3 Pass kaufen muss und sonst einfach, oder halt, ja, gar nichts, Digga. Der andere Pass, der gefühlt gar nichts bringt, dass ich wirklich 99%, wenn sie sich den Pass und den Tier 3 Pass holen, das wäre halt komplett schlecht. Zahlen sie mehr, um weniger zu gewinnen. Beim derzeitigen Stand, denke ich, kein gutes Geschäftsmodell, habe noch keinen Pass verpasst, könnte das Ende für mich sein. Das ist halt genau der Punkt, warum sich viele Leute jetzt schon aufregen. Und dafür sind auch die Kommentare. Viele sagen Cash Grab. Viele haben einfach auch Angst davor, dass Supercell genau das macht, was ich hier gerade gesagt habe. Was passieren könnte, sie einfach sagen, die überarbeiten den Pass. Und ich meine, Pass Royal im Allgemeinen mit diesen 2.0 Updates mit Clan Wars, Better Than Ever, haben wir alle schon ein bisschen Angst und sind ein bisschen traumatisiert. Muss man auch einfach davor sagen. Das Traumata ist auf jeden Fall da. Und da haben wir natürlich ein bisschen Angst, dass Supercell damit meint. Beim Pass überarbeiten. Und ich meine, dieses More Rewards, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Und natürlich heißt es, sind die Pass Royals dann immer in anderen Werten. Ich meine, zum Beispiel sagen wir es mal so, diese Shop-Angebote, die sind auch mal 7 Value und im Endeffekt sind die nicht gut. Das ist halt so das Ding. Und das schreiben jetzt auch viele. What's next? Do not get it. Nice. Bald, also er schreibt jetzt hier rein, dass es bei Clash Royale auch im App Store was kostet. Kadi schreibt jetzt hier 20 Euro pro Month. Also das könnt ihr sich vorstellen, instead of ways to make money, first improve the normal clutches to offer way low. Ja, okay, das ist jetzt nicht sowas Wichtiges zum Dings, aber was Supercell jetzt, oder was viele Leute natürlich jetzt Supercell vorwerfen, ist, dass sie einfach mehr Sachen rausbringen, beziehungsweise eine neue Passstufe bringen, um einfach mehr Geld zu machen. Und ich sage es so, meine Meinung abschließend zu dem Ding ist, wenn das so sein sollte und sie wirklich merken, oder sie wollen wahrscheinlich mehr Geld machen, das ist fein, solange der Pass, der Free Pass, weiterhin sehr, sehr gut ist. Der Gold Pass, was hoffentlich für den gleichen Preis weiter sehr, sehr gut ist, beziehungsweise vielleicht sogar etwas günstiger wird. Das war natürlich ein Traum, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dass der Tier 3 Pass ruhig etwas teurer ist, aber auch sein Geld wert ist. Das heißt, dass der Pass sich auf jeden Fall, beziehungsweise die Passe, wie sie jetzt sind, auf jeden Fall nicht verschlechtert. Das heißt, dass wenn du dafür genötigt wirst, nach dem Update mehr Geld in das Spiel zu investieren, um einen besseren Pass zu bekommen, beziehungsweise vielleicht sogar den Pass nach dem Update, stell dir mal vor, der Pass nach dem Update würde gleichgesetzt werden mit dem Pass jetzt und allgemein die Pässe werden einfach alle runtergestuft und der obere erste Pass wird einfach teurer sein und wird jetzt einfach genauso sein wie der Pass jetzt von den Rewards ungefähr. Das wäre eine absolute, ja, das wäre absolut scheiße und das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, wir wissen noch nichts, wir wissen noch nicht genau die Preise, die werden wir bald bekommen, wir Creator, und die werden wir natürlich auch bald weiter an euch weitertragen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreib gerne jetzt in den Kommentaren, was du davon hältst. Hast du die Hoffnung, dass Supercell alles hinbekommt? Oder denkst du auch, dass es generell in eine eher negative Richtung geht? Da bin ich auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, was ihr denkt, was könnten die Pässe kosten? Wie viele Tiers wird es da drin geben? Beziehungsweise wie viele Stufen wird es geben? Mehr als 35? Das ist auf jeden Fall meine Frage. Und dann würde ich sagen, diskutiert fleißig los, bleibt sachlich und ich bin gespannt auf deinen Kommentar.